Nachdenkseiten. Wir alle, ich glaube, das kann ich für die NATO insgesamt sagen, für Deutschland, auch für alle in der SPD, bedauern sehr, dass Russland sich so intensiv, so massiv über all die Rüstungskontrollvereinbarungen der letzten Jahrzehnte hinweggesetzt hat und aus der Politik der Rüstungskontrolle ausgestiegen ist. Moment mal, stimmt das überhaupt, was der Mann da sagt? Wie war das nochmal genau? Wer ist da wann und wo genau ausgestiegen? Ein Blick zurück zeigt, unser vergesslicher Kanzler, mit dessen Gedächtnis ja einiges im Argen zu sein scheint, lügt. BSW-Vorsitzende Sarah Wagenknecht hat dem Kanzler Lügen vorgeworfen, als ich hier bei der Sommerpressekonferenz in der BPK erklärt habe, Russland sei einseitig aus den zentralen Rüstungskontrollverträgen ausgestiegen. Tatsächlich seien es die USA gewesen, so Wagenknecht, die aus dem ABM, INF und Open Sky-Vertrag ausgetreten sind. Da es dazu bisher kein Dementi oder Widerspruch gab, wollte ich fragen, ob man davon ausgehen kann, dass dies sozusagen ein stillschweigendes Eingeständnis des Kanzleramtes ist, dass der Kanzler in dem konkreten Fall die Unwahrheit gesagt hat. Herr Warweg, wenn ich jetzt all das, was Sie in Ihrer Frage so wunderbar verpacken, einfach mal weglasse, sage ich mal ganz grundsätzlich, wenn wir alles dementieren würden, was an Schwachsinn den Tag über gesendet wird auf solchen Kanälen, wie Sie gerade angeführt haben, hätten wir zu viel zu tun, um dann unsere eigene Arbeit könnten wir dann nicht tun. Insofern sollten Sie niemals davon ausgehen, wenn wir dann nicht dementieren, dass es zustimmt. Und ansonsten schlage ich Ihnen vor, in den Geschichtsbüchern nachzugucken. Das ist noch gar nicht so lange her. Es gibt das Internet. Und dann können Sie sich selber schlau machen. Ja, Frage. Gut, jetzt hat der Frau Wagenknecht, die meines Wissens kein Kanal ist, sondern eine Politikerin, dargelegt, dass die USA aus den erwähnten Verträgen ausgeschieden sind. Da würde mich interessieren, da haben Sie eine andere Meinung. Da würde mich dann interessieren, ob Herr Hebestreit, kurz ausreden lassen, dann dürfen Sie auch antworten. Die Frage ginge dann an Sie und das AA, ob welcher Staat denn aus Sicht des Auswärtigen Amtes und des Kanzlers den ABM, INF und Open Sky Vertrag einseitig aufgekündigt hat. Herr Warweg, wir sind ja nicht hier in einer Geschichtsstunde und ich habe gerade darauf verwiesen, dass Sie sich selber schlau machen können. Sie sind ja Journalist, dann können Sie das ja selber recherchieren. Und Sie haben die Worte des Bundeskanzlers gehört und ich habe auf das Internet und die Geschichte verwiesen. Und dann machen Sie sich selber schlau, statt hier Dinge zu verbreiten, die hier nicht hingehören. Und wenn ich vielleicht nur ergänzen darf, weil Ihre Frage ja suggeriert, dass sozusagen das Fehlverhalten auf unserer Seite lege, vielleicht noch mal einmal klargestellt, Russland rüstet seit Jahren auf, hat den INF-Vertrag gebrochen und führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Europa. Ausnahmsweise? Ja, zumindest eine Antwort auf eine relativ einfache Frage würde ich schon ganz gerne. Wer hat aus Sicht der Bundesregierung den ABM, INF und Open Sky-Vertrag einseitig aufgekündigt? USA oder Russland? Ich überlege jetzt, wie ich möglichst freundlich nochmal versuche, auf Sie zu antworten. Und deshalb verweise ich auf die Worte des Sprechers des Auswärtigen Amtes, der Ihnen einen Hinweis gibt, wer den Vertrag gebrochen hat. Und durch den Bruch eines Vertrages ist das eine Kündigung. Wenn wir beide miteinander vereinbaren etwas und ich mich an die Vereinbarung nicht halte, habe ich damit den Vertrag nicht eingehalten, sondern gebrochen. So ist das.